Ja, einen wunderschönen, prächtigen Herzlich willkommen bei Father's Frontier. Wie ihr an meiner Stimme erkennen könnt, bin ich etwas erkältet. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal ein bisschen durchräusper. Ja, ist ein bisschen blöd, aber naja, muss man durch, ne? Ich habe mir ein bisschen Zeit mal das Ganze weitergemacht, vorbereitet. Oh, ihr seht schon, ich kann ja schon das nächste vielleicht 71. Der könnte es gebrochen, ja. Ich habe ein bisschen weitergemacht. In der Hinsicht, dass ich jetzt auch endlich Hütte auf Level 2 habe. Ich wusste es nämlich nicht, dass es sowas möglich wäre. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Nämlich sind hier unten aktuelle Stufe und zur nächsten Stufe. Da sind oben die Verbesserungen. Sobald man die hier erledigt hat, kommen die auf das nächste Level. Und so kriege ich dann auch mehr Gold die Stunde. Ich habe jetzt halt Dienste, weil ich habe hier halt zwei Schulen. Beziehungsweise eher eine Arztpraxis und hier unten so ein Turm. So ein Verteidigungsturm. Und ich habe jetzt hier, wo war es denn? Hier eine Eisenmine gebaut. Wo baue ich mir gerade eine? Und das Schöne ist, ich habe hier links, wo war es denn? Scheiße, wo war es denn? Pack. Ah, hier, da. Da habe ich nämlich unsere Fundmine gefunden. Fundmine gefunden, alles klar. Und endlich. Weil ich kann jetzt Eisen, Kohle, Gold holen. Und ich glaube auch Stein. Nee, Eisen. Eisen. Das ist einfach nur Busch. Und Kohle. Oh, sehr viel Kohle. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das eine erstmal bauen. Hier ist zumindest schon mal so eine temporäre Unterkunft, damit die Leute hier arbeiten können, auch hier sich pennen und so weiter. Was habe ich noch gebaut? Ach ja, hier habe ich so gesehen meine Tierfarm, meine Scheune. Ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Futtervorräte sind knapp. Nicht genügend Futter im Winter eingelagert. Ich glaube, ich sollte mal wieder neue Sammlerdeppen bauen. Und dabei habe ich schon hier ein Feld hingebaut und ich weiß nicht, wie viel ich noch machen soll. Also ich baue hier ein Feld nach dem anderen, weil ich habe nämlich gar keine Ahnung, ob es ausreichen, also ab welchem, wie viele Bewohner ich wie viele Felder brauche. Weil ich habe hier unten schon so gesehen eine Apfelplantage gebaut. Hier baue ich mir demnächst jetzt nochmal die Pfirsichplantage. Und ich habe zwei Angler. Dann habe ich unten habe ich noch einen Honig. Die Sammler halt. Ich habe keine Ahnung, was ich noch alles machen soll, damit ich da von der Nahrung her weiter rumkomme. Das ist ja echt übel. Aber naja, was soll ich machen? Wir haben jetzt schon mal 1170 Holz. Was ich jetzt vorhabe, ich muss mal gucken, wie ich es am besten deichsel. Ich will nämlich jetzt Mauern bauen, also Palisaden. ja, gucken wir mal. Mauern. Ich weiß nicht. Wenn ich die baue, ob ich die upgraden kann. Ich mach mal eins. Ich werde mal eins mal kurz hier hinbauen. Aber normalerweise sollte es ja stehen. Hier kann ja abgegradet werden, genau wie an der Straße hier. Da verbessern. So, schauen wir mal. So, und ich kann es ja immer noch abreißen. So, gucken wir mal. Okay. Das sind fucking Wölfe, Alter. Scheiße. Aber immerhin.
Klappt es hier sogar jetzt mit meiner Nahrung irgendwie komischer? Also im Winter, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ah, so. Pfirsiche. Oh, ich liebe Pfirsich. So, zack. Oh, hier so hin. Ah, endlich. Nee. Ist es gebaut? Ja. Wir haben noch 400. Okay. So. Okay, da bauen die noch. Dann will ich nämlich jetzt hier Ressourcen. Oh, neue Kuh geboren. Ich will mal jetzt eine Kohle machen. Gelände zu steil. Aha. Kann ich es. Okay. Ah, alles klar. Okay, dann machen wir erstmal die Kohle. So, reisender Händler, komm mal her, was hast du denn? Nee, brauche ich nichts. So, das sind die Palisaden. Okay. Warte mal. Verbessern. Da brauche ich 150. 1200 Gold. Ey, ich krieg ein Kind. Uff. Ja, scheiße, ey. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ja, ich könnte ja erstmal einen Palisaden erstmal bauen. Also muss ich sowieso erstmal abreißen. Weil. Ich nämlich hier mein Tierfeld habe, meine Scheune. Schwierig zu sagen, wo die herkommen. An sich müsste ich einmal so hier drumherum bauen. Aber ist aber alles auch viel zu groß. Okay. Da kann man hier hingehen. Zack. Genau, die werden erstmal hier schön. Genau. So, jetzt haben wir erstmal drei bei Kohle. Perfekt. Ich hoffe. Nimmt auch was. Beliefert Unterkunft. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll jetzt, weil. Ja. Wie sieht's hier aus? Schon 34, aber hier. Lager ist leer. Ja, ich habe das doch hier in der Nähe gebaut. Alles sehr komisch.
habe es auch richtig gebaut. Also. So, warten wir mal kurz. Nicht, dass ich das Fehler mache. Nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe und scheiße ist. Ah, okay. Geht. So, Gold, kommt zu Papa. Und hierhin. Hä? Wo kriege ich denn jetzt Eisenerz her? Ich muss doch irgendeine scheiß Schmelze haben. Oder ist es wirklich unter hier Holzkohlen über den hier gedacht? Wir machen es einfach mal. Ich habe keine Ahnung. So, hier wird schon mal Gold geholt. Oh, 9000 Gold, Baby. Okay. So. Mal kurz ein bisschen schneller. Ja, ist er krank. Dafür haben wir zwei Ärzte. Ne, ein Arzt. Hier. Sehe ich irgendwo? Ich müsste auch, glaube ich, da mal zum Arzt rübergehen, zum Patienten, als Patient, ey. Aber irgendwie, ich habe doch genug Brennholz. So, jetzt bin ich gespannt. Ist ja gleich fertig. Hier gibt es nur zwei Leute, die bei mir bauen? Komisch. Bitte, 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 lass es für mich funktionieren, so wie ich es wünsche. Bitte. Ja, ist gestorben. Egal. Hä? Also. Das brauche ich ja gar nicht. Lass das mal leer stehen. Hä, aber wo ist das denn, bitte? Nee. Kerzenwerkstatt auch nicht. Möbel? Oh, Brauerei, alles klar. Ah, hier, Gießerei. Oh. Das muss ich bauen, ja. Scheiß doch die Wand an, ey. Das heißt, ich muss Stadtzentrum auf 3 bauen. Ja, brauche ich ein paar Einwohner. Machen wir mal fix. Hier ist ja meine Stadt, genau. Wohnraum. Zack. So. Uff. Okay, jetzt haben wir das erstmal. Vorräte sind knapp. Wie viele Kühe habe ich denn überhaupt? 5. Ey, brauche ich noch ein Weizenfeld oder was? Hier ist doch genug Weizen. Wieso holt ihr Idioten das denn nicht? Wollt ihr mich da verarschen oder was? Ey. Wenn ich das schon sehe, kriege ich einen zu viel. Ohne Witz. Also lief. Okay, ich habe nichts gesagt. Verbessert was? Zusätzliche Arbeitskräfte. Ja, das muss ich unbedingt machen. Das heißt 150 Bretter. Da habe ich 600, 56.
Was? Ah, weniger Pro. Okay. Ja, wir verbessern einmal. So. Hey. Man muss unbedingt ein Stadtzentrum auf 3 machen. Dann kann ich eigentlich meine Gießerei ballern und dann kann ich endlich Golderz und so einen Scheiß produzieren. Weil ich glaube, das mit dem Gold sollte auch für mich Goldstücke werden am Ende, weil es gibt halt nur eins. Also Gold wert an sich. Seife, nö. Das stelle ich euch selber her. So. Wie sieht denn aus, der Lachs? Okay, Bretter. Wenn das weg ist. Wir hatten da noch 2000. Okay, noch ein bisschen müssen wir warten. Dann kann ich das wieder zerstören und dann die Straße durchgängig machen. Was hat denn er an Attraktivität? Nahrung, okay, das kommt bald. Ja. Ja. Da wird noch beliefert mit Essen. Das passt. Was? Ach, so ein fucking Bär wieder, ey. Na los, geh zum Turm, du Vollidiot. Der will ihn sowieso ficken. Ja, der ist bald in Reichweite. Oh, ein bisschen nach oben, du Arschloch. Klaut der. Klaut? Hat der gerade meinen Honig geklaut? Der Penner? Alter, ich glaub's nicht. Das ist hier ein. Jawohl. Das wäre gerade hier Winnie Pooh gewesen, wie der heißt. Ah, sehr schön. Perfekt. So, viel besser. So, was hat die? Im Angebot. Das kann man bald selber herstellen. So, kann ich das irgendwie upgraden hier, dieses. Ah, das kann ich tatsächlich upgraden, okay. Backsteine. Ja, das glaube ich ab 3. Dauert noch ein bisschen. Ja, passt. Sehr schön. Ey, 1200. Egal, bevor welche Räuber ankommen, meinen zu müssen, hier mir auf die Eier zu gehen, mache ich das lieber so. So, was haben wir in der Schatzkammer überhaupt noch? 600 Gold, okay. Ja, Gold liegt auf der Straße. Ja, kein Problem, macht ruhig. Ist gar kein Problem. Null. Da würde ich sagen, ab der dritten würde ich dann so die Mauern hier ziehen. Also einmal komplett nach oben. Einmal blank gezogen wird. Dann haben wir hier so bis zu den Feldern. Die Felder lassen wir so frei stehen. Dann würde ich vielleicht hier so eine Mauer hinziehen. Also die Straße einmal hier eine Straße wegmachen, dann komplett die Mauer hinziehen. Weil ich kann das ja nicht nach unten schieben. Obwohl? Nee, noch nicht. Egal. Hey. Das Spiel, man kann sagen, was man will. Ey, das zieht einen so in den Bann, das macht so übelst süchtig. Ist krass eigentlich. Ich war schon sehr selten süchtig nach so einem Game wie hier halt, ne? So, Dorfbewohner geheilt. Was haben wir hier? Oh, 19, oh, 92 Kohle, 37 Gold. Das läuft doch. Was? Okay. Kann ich ein Theater bauen oder was? Ach so, schon Stadtzentrum 3. Ach lol. So bestimmt hier, oder? Theater, ey, war ja klar, ey.
Ja, 1000 Gold. Ach komm, ey, leck mich doch. Apotheke. Krankenhaus? Bitte was? Warte mal, wo baue ich denn ein Krankenhaus jetzt auf einmal? Weil ich was verpasst. Ist es das hier? Nee, warte mal. Doch, das kann ich auf Stufe 2 machen. Das ist dann dieses Heilkunde hier. Ah, okay. Wir machen ein bisschen langsamer. Jetzt schauen wir mal. Oh. Oh, länger haltbar. Das habe ich gebraucht. Oh ja, geil. Das brauchen wir unbedingt. Ach, Backstein brauchen wir. Ja, scheiße. Möbelwerkstatt, Brauerei. Das brauchen wir gleich. Gießerei, das holen wir gleich. Ich weiß gar nicht, wie ich davon habe. Ziegelei. Geil. Endlich. So, das bleibt jetzt sowieso hier. Mache das am besten? Hier kommt ja sowieso nichts. Ich weiß ja nicht, wenn ich das in der Nähe baue vom Feld, was auch damit betroffen ist, dass sie irgendwie hier einsacken. Das weiß ich halt nicht. Ich würde das mal gucken, dass ich es irgendwo ein bisschen weiter. Es ist ein bisschen kacke, ey. Ach, warte. Hier haben wir genug Platz. Oh, hier. Glasmacher, dafür brauche ich Sand, alles klar. Ja, aber wo ist der Sand? Scheiße. Oh, fuck. Nee. Ja, woanders hinbauen. Da. So. Man weiß ja nie, für wann wir noch so viel Ton brauchen. So, Gießerei, Baby. 250 Gold. Brauche ich so oder so. So. Gibt es da irgendwie so eine Steinmine eigentlich hier? Irgendwie sowas? Ich glaube aber nicht. Also so eine Arbeitercamp dann hier. Ja, da war ja was. Der macht nur auf Steine. So. Hier waren noch irgendwo voll viele Steine. Hier. Jawohl. 40. Ja, passt. Der macht nur Holz. Der kommt mal komplett hier durch. So. Sehr schön. Das läuft. So, ich kann mir wieder was aussuchen. Nehmen wir den hier. Ne, hier. Ich glaube, ihr müsstet jetzt noch ein bisschen mehr Kompost bauen. Können wir das wieder abreißen? Das brauchen wir nicht. Geil. Wozu auch? Zack. An Influencer. Okay, er ist Influencer. Okay. Das heißt, wir brauchen demnächst dieses komische Werkzeug. Das brauchen wir auf jeden Fall. Alles klar, muss mal gucken, dass ich das irgendwie produziere. Irgendwo kann ich das auch bauen. Nein, nee. Da. Schmiede brauche ich. Ich muss auf jeden Fall eine Schmiede bauen, damit ich diese Werkzeuge bauen kann. Herstellen kann. Whatever. Sehr geil, Omar, Baby. So, Mauern. Oh ja.
Drei Steine. Kriege ich hin. Irgendwie. Dann bin ich geschützt. Bauen noch ein paar Türme hin oder ein Turm vielleicht, weil die kommen wahrscheinlich eher nur von unten irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber ich muss gucken, dass ich das irgendwie zentral hinlege, irgendwie die Türme. Ist halt ein Kostenaufwand, ne? Das ist halt, ja, schwierig. Aber kriegen wir hin. So, die bauen ja schon mal. Dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Dabeisein. Wünsche euch einen wunderschönen Prächtigen. Wenn ihr Tipps habt oder sonstiges, wie immer, immer gerne in die Kommentare reinlegen. Und sorry, falls meine Stimme gerade ein bisschen nicht so Bombe ist, aber ja, ne? Erkältung und so weiter. Aber es macht dennoch übelst Bock und ich ziehe es sowieso immer schön. Und ja, das Game, es ist, man kann, also keine Ahnung, es ist übel. Es macht richtig Laune. Richtig, richtig, es macht richtig Bock. Also für mich eins der besten Spiele überhaupt. Gerade so um Strategie. Ja. Aber ich sage, wie gesagt, wünsche euch einen wunderschönen Prächtigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann sage ich tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.